Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Schurke Leveln. Ja, der letzte Tag quasi vor dem Pre-Patch oder letzten beiden Tage irgendwie. Und wir haben es geschafft. Wir sind Level 58. Das gibt uns die Erlaubnis oder die Möglichkeit, in die Scherbenwelt zu gehen und dort auch Quests sinnvoll annehmen zu können. Und wir befinden uns in der Burg Nethergarde in den verwüsteten Landen und werden jetzt Richtung Süden zum dunklen Portal reisen. Wenn ich mir so ein Resümee zusammenziehe, finde ich persönlich Kalimdor besser zum Questen als die östlichen Königreiche. Östlichen Königreiche haben hier und da ihre Highlights, siehe das Schlingendurntal, Ja, die Hinterlande oder das Hinterland war auch ganz in Ordnung. Die sengende Schlucht hat mir ganz gut gefallen. Das waren so die Highlights. Aber in Kalimdor fand ich das einfach wesentlich schöner zum Questen. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass in Kalimdor brauchten wir einmal mit dem Druiden eine Folge, wo wir ein Level Mobs gegrindet haben. Und wir hatten ja diesen rauschenden Reisen-Buff nicht, ne? Diese 50% mehr aus allen Quellen. Das heißt, wir konnten Kalimdor ohne Probleme komplett durchquesten, ohne in die östlichen Königreiche groß reisen zu müssen. In den östlichen Königreichen selbst sind wir jetzt wirklich nur durch den rauschenden Reisen-Buff dahin gekommen, dass wir komplett durchquesten konnten. Ich glaube, ohne den Buff hätten wir ein paar Mal grinden müssen. Das schon als erstes Negative. Und die Pestländer als Max-Level-Gebiet, die sind Seid wirklich nicht so gegrüßt. schön. So, jetzt durchs dunkle Das Portal. Licht segne Sind euch. wirklich nicht so schön. Und da haben wir einfach die anderen Gebiete wesentlich besser gefallen. Sei es Winterquell, Tanaris, der Krater von Unguru, wie gesagt, schon das Eschental. Das waren einfach Gebiete. Auch Ferallas hat sich super questen lassen. Oder die Düstermarschen, ne? Sehr überraschend. Das war wirklich Ehre dem super. König, Freund. Ich würde sagen, am besten ist es natürlich immer, wenn man Sei zwischen den gegrüßt. beiden Welten mal hin und her reist und zwischendurch, ja, ich würde vorschlagen, man fängt halt in Hallo. Kalimdor an, am besten beim Nachtelfenstadtgebiet und Ein Zauber. nachdem man halt sein Was Gebiet kann ich leuchten? durchgequestet hat bei seiner Fraktion, Wahnsinn. geht man halt in die Dunkelküste zum Beispiel oder zumindest dann später ins Eschental. Questet dann dort weiter durch, dann würde ich sagen, man geht Steinkrallengebirge und Düstermarschen und nach den Düstermarschen ab in Schlingendorntal und Ahati-Hochland, dann nach Tanaris, dann die sengende Schlucht könnte man rüber wechseln und ins Hinterland, um dann in Richtung Teufelswald, Ungoro-Krater hinüber zu wechseln. Man kann die brennende Steppe zwischendurch noch mit einfügen und am Schluss macht man dann Winterquell und ein bisschen vielleicht noch Silithus zum Beispiel. Das wäre, denke ich, so vom Questen her die beste Kombination, um das zu erreichen. Wir wollen jetzt hier gleich angekommen in der Ehrenfeste als erstes mal uns die Berufe ein bisschen angucken. Inschriftenkunde werde ich dann noch hochbringen, sobald der Pre-Patch draußen ist und man das machen kann. Was kann ich für Aber euch tun? Alchemie könnten wir jetzt den Lehrer dann uns schon mal ansehen. Für Ich die glaube, Allianz. das habe ich jetzt hier noch gemacht, nachdem ich die ersten Quests hier angenommen habe. Und dann, genau, jetzt gehe ich mal hoch zum Alchemielehrer, der befindet sich hier oben in dem Turm. Mit unserem Alchemie-Wissen können wir nämlich schon bis 375 jetzt zumindest lernen. Hi, wie Also, dass geht's? wir den Meister bekommen. Schönen guten Und Tag. dann werde ich Stück für Stück eben das hochlernen.
bekommen ja auch schon die neuen Fiolen und so weiter. Hier, das geht noch mit den alten Kräutern. Da gehe ich dann einfach nochmal farmen und dann wird mit den neuen Kräutern weiter fortgefahren, die ich ja schon gesammelt habe. Genau, ich habe mir dann überlegt, im Pre-Patch ist es nämlich so, dass ihr am meisten Erfahrungspunkte kriegt, wenn ihr einfach nur alter Hacktal BG grindet. Wenn es denn ein gutes BG ist und ihr nicht irgendwie die ganze Zeit rumzerrt, sondern wenn ordentlich die Türme und sowas gespielt werden. Das werde ich mit dem Schurigen exzessiv dann machen und den dann hochziehen. Weil Questen werde ich ja sowieso mit dem DK dann noch ein bisschen und so weiter. Von daher werdet ihr das jetzt nicht großartig sehen. Aber ich würde sagen, wir haben das so genüge exzessiv durchgegangen mit den ganzen Quests hier in der Scherbenwelt. Und sehen uns dann quasi in Nordend wieder. Ich hoffe, euch hat die Reise mit dem Schurken gefallen durch die östlichen Königreiche. Ihr seid weiterhin auch mit dabei, wenn wir dann ja nach Nordend starten werden und unsere Reise in Wrath of the Lich King fortführen werden. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!